Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1231. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind wieder in der Stadt, nachdem wir hier ein paar Strings geholt haben. Nicht wundern, wir hatten eigentlich mehr. Ich habe die nur schon mal platziert, damit wir hier jetzt kurz einen Prozess machen können. Und ich habe mir auch schon mal ein Muster überlegt. Ihr seht auch da, die eine Ladder ist wieder weg. Weil ich habe mir überlegt, wenn wir das so machen, sieht es erstens gut aus, wie ein... Wie kann man es nennen? Wie so ein Segel halt. Und es deckt halt auch das meiste darunter ab. So, es ist sehr hässlich mit diesen Fäden, aber wir haben halt keinerlei Wahl. Die müssen wir halt haben. So, ich habe außerdem hier oben noch eine Lampe dran gemacht. Und hier die Häuser, das kann man schwer sehen, da habe ich Glowstone eingetan. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, deswegen habe ich das eben gemacht. Und hier zu, und ich finde, dass das hier zu ist, gibt dem Ganzen super viel. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nur, dass es so ist. Ich würde gerne, ich habe jetzt auch nichts dabei, hier noch einen von den Kollegen reinsetzen. Und dann noch eine Laterne drunter packen. Aber mal gucken, ob ich dafür überhaupt alles habe. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Und guck mal hier. Ich habe mich nämlich ein bisschen hier an meinem Schild orientiert. Ich wollte das mal neu machen, weil ich dieses Dreieck so hässlich finde. Ich wollte das Dreieck umdrehen, aber man kann das Dreieck nicht umdrehen. Und dann hatte ich halt so eine fertige Version von so einem Sonnenuntergang und ich habe mir gedacht, bei so orangenen Häusern passt das eigentlich ganz nice noch dahin, so als Detail. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das bei jedem Haus machen werden, weil dann ist der Entity Count hier auf jeden Fall viel zu hoch und dann haben wir hier nur noch 2 Frames oder so. Apropos, können wir wieder hier durchgehen. Ja, können wir meinen PC wieder in die Knie zwängen. Ja, ist ein Wunder, wie schnell das geht. Aber gut. Ja, ansonsten wollte ich jetzt eigentlich heute mit, und ich kann nicht fassen, dass ich das tatsächlich sagen kann, dem letzten Haus anfangen. Es ist ein bisschen ironisch, weil streng genommen haben wir dieses Haus schon mal angefangen. Ist auch schon ein bisschen her. Aber wir haben es danach halt nochmal weggerissen, weil es sehr hässlich war. Beziehungsweise super langweilig und hässlich. Und das ist keine gute Kombi. Deswegen werden wir das jetzt heute nochmal neu bauen. Ihr wisst wahrscheinlich, welches ich meine. Es gibt ja auch nur noch eins, welches leer ist oder nicht fertig ist. Das unterste Geschoss haben wir, aber alle anderen haben wir halt noch nicht. Pack mal die Dark Oaks auch hier rein. Und wir brauchen tatsächlich schon wieder noch eine Holzkiste. Ich meine, wir haben zwar letztens erst eine leer gemacht, aber ich finde es trotzdem krass. So, wir gehen mal hin zum Ort des Geschehens. Ich lasse das jetzt mit der Lampe da hinten. Hier, dieses wunderschöne Grundstück, sage ich mal, muss natürlich noch ein bisschen in die Höhe schießen. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich bis da bauen, wie wir es hatten. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie wir es machen, weil wir hier jetzt natürlich noch so eine Art Plakatwand haben. Aber ich würde hier gern noch irgendwie, das muss nochmal so ein Staple Piece werden. Das muss nochmal was Besonderes werden, weil es ist halt auch das letzte Haus. Und hier in der Nähe haben wir auch coole Sachen, aber ich will nochmal was richtig Besonderes. Und ich habe noch nicht so wirklich die nötige Inspiration dafür bekommen. Aber ich habe die Hoffnung, indem ich jetzt einfach anfange. Oh. Hier wollte ich scheinbar auch nochmal eine Lampe hinbauen. Das ist mir allerdings viel zu tief. Da müssen wir nochmal kurz so hier hingehen, sonst stößt du dir ja komplett den Kopf. Das machen wir jetzt aber auch nicht jetzt, sondern irgendwann mal. Lass mich ins Gucken. So, ich sollte mir eventuell, da ich das hier hinten jetzt erstmal nicht mehr brauche. Ich weiß, wir müssen hier noch den Tunnel bauen und so weiter. Wir sind hier nicht fertig, das will ich damit auch nicht sagen. Aber ich brauche den Stonecutter jetzt erstmal woanders. Deswegen nehme ich mir den jetzt einfach mal mit. Und dann gucken wir mal, hier habe ich auch noch ein paar von den Bannern dran gepackt. Ich habe generell an den orangenen Häusern hier und da mal so ein Ding hingehangen. Hier zum Beispiel an dem nicht, damit es jetzt auch nicht bei jedem ist. Das wäre ja auch langweilig. Deswegen habe ich versucht, da so ein gutes Mittelding zu finden. Wo haben wir unten den weißen Akzent? Hier nicht. Das ist ja perfekt. Das hätte man sich ja kaum besser ausdenken können. Dann setzen wir den eben schnell hier hoch. So. Und dann gehen wir einmal... Ja, da ist schon die Scheiße. Das ist, ja.
Okay, was könnten wir machen? Lass uns überlegen. Lass eine Lösung finden. Wir könnten das verschieben. Ja, auch nicht wirklich wegen dem. Wir könnten es schräg bauen, dass hier dann so eine Schneise entsteht, so ein Dreieck. Das ist fast auch die einzige Möglichkeit. Ansonsten müssen wir das Ding hier wieder wegreißen, was ich sehr ungern machen würde, weil ich es eigentlich sehr schön finde. Und hier halt auch sonst. Wir können es natürlich auch erstmal abreißen und dann hier an das Haus hängen, weil hier das Haus hat ja bis jetzt auch noch nichts. Das ist eine Möglichkeit. Scheiße. Hatte ich eigentlich nicht vor, sowas nochmal zu machen. Aber gut. So. Ist jetzt alles runtergefallen? Nein. Okay. Dann können wir erstmal weitermachen. Also sagen wir mal, hier ist der Doppel, dann 1, 1, Doppel, 1, 1, Doppel, 1, 1, Doppel, 1, 1 und Doppel. 1, 1 und Doppel. Ihr ahnt es schon. 1, 1 und Doppel. 1, 1 und Doppel. 1, 1, 1. Weil es da halt nicht geht. So, dann hätten wir zumindest zwei Stockwerke, die einfach nur ganz normal nach oben gehen. Und dann, damit das nicht zu langweilig wird, ich merke schon, wenn ich da hinten irgendwie hingucke, da fängt schon an, ein bisschen zu laggen. So, was ich sagen wollte, damit es jetzt nicht zu langweilig wird, müssen wir eigentlich beim nächsten Stockwerk dann was Besonderes machen. Was ich ja immer noch ganz cool finde eigentlich, ist diese Unterbrechung. Dass wir einfach. Komme ich irgendwo hoch? Ja. Pass auf. Dass wir sagen, wir gehen dann hier hin. Ich nehme jetzt kurz mal Erde dafür, weil ich sonst nichts habe. Und dann setzen wir zum Beispiel hier einfach mal so ein paar Säulen drauf und machen dann erst weiter. Also hier ist dann quasi Luft. Es fängt echt, es ist echt krass am Lecken, Digga. Das gibt's doch jetzt nicht. Ah, ich bin auf 32 Chunks. Gut. Na, es ist nicht wirklich besser geworden. So, dann haben wir hier quasi so einen Zwischenraum, wie bei diesem einen ganz dünnen, ganz hohen Hochhaus in New York. Es macht auch Sinn, dass es hier laggt. Ne, überlegt mal die ganzen Schilder und Banner und alles Mögliche. Und Türen und Trapdoors und alles. Hier ist ja nichts. Guck mal, wenn du hier hinguckst und wenn du dann da hinguckst. Hier ist schön, hier ist gar nicht schön. Gut. So, dann würde ich halt sagen, man kann dann natürlich diesen Innenraum, ich hole mal eben White Concrete, diesen Innenraum kann man dann natürlich auch noch dekorieren. Und was ich zum Beispiel auch noch generell machen möchte, was wir bis jetzt aber einfach noch nicht gemacht haben, ist, habe ich noch White Concrete? Nee, scheiße. Habe ich noch Sand? Ja, habe ich noch. Es sind so Rohre. Das ist ja auch super cyberpunkig, was man ganz oft sieht. Wieso habe ich schon wieder. Aha. Dass man so aus den Kupferdingern so Rohre macht. Das ist, glaube ich, nämlich auch ziemlich nice. Gerade auch, wenn die dann so leicht anfangen zu oxidieren und dann grün werden, aber auch die Orangenen generell. Ich glaube, da kann man eigentlich ziemlich coole Sachen mitmachen. Ich nehme mir mal einen davon mit. Ich glaube nicht, dass ich diesen Block jemals schon mal benutzt, beziehungsweise überhaupt gecraftet habe. Guck mal, wie krass anders das aussieht, wenn du hier die Wand hoch hast. Witzig. Das hat ja eigentlich nichts geändert. Gibt's die überhaupt oder bin ich gerade dumm? Also Copper Walls quasi. Gibt's die nicht? Habe ich geträumt? Oh Scheiße. Oh nee, oder? Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche die aber. Ich will die eigentlich haben. Ich weiß, das ist generell noch so ein Punkt, da wollte ich noch mit euch drüber reden. In der 1.21 nächstes Jahr, oder nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, das nächste Update, da kommen so viele geile Blöcke und so viele geile Blöcke, die wir hier in der Stadt auch nutzen können. Deswegen habe ich so ein kleines, aber feines Dilemma, wo ich mir denke, ich will eigentlich diese ganzen Blöcke aber benutzen. Und nicht hinterher dann nochmal irgendwie was wegruppen.
um dann das dann wieder hinzusetzen mit den neuen Blöcken. So zum Beispiel diese Kupferlampen oder diese neuen, generell die neuen Kupferblöcke und die neuen TAF-Blöcke, die sehen alle so geil aus und die sehen so perfekt für diese Stadt auch aus, weil die so leicht cyberpunkig, leicht runtergekommen, leicht futuristisch aussehen. Und das ist ja eigentlich, passt das hier sehr gut alles rein. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich bin halb am Überlegen, dass wir dann jetzt, wenn wir jetzt erstmal, oder ich bin mehr als halb am Überlegen, wenn wir jetzt hier, ah scheiße, das habe ich nicht gesehen über mir. Wenn wir jetzt hier dieses, hallo, ach, ich kann nicht sprinten oder was? Wenn wir dieses Haus jetzt fertig haben, würde ich tatsächlich sagen, och Bro, komm, ganz im Ernst, dass wir eine, ich will es kaum aussprechen, weil ihr wisst, wie das enden wird, Pause von der Stadt machen. Eine Pause. Ich weiß, es tut mir auch weh. Ich meine, ich habe natürlich auch Bock auf das japanische Dings und so weiter, aber es tut trotzdem weh, weil ihr wisst, mein Track Record dafür, Sachen anzufangen und nicht zu Ende zu machen, der ist berühmt-berüchtigt. Ne? Also das kann ich sehr gut. Und hier diese Stadt will ich eigentlich fertig kriegen. So, ich weiß aber auch, ein bisschen Abwechslung wird keinem von uns schaden. Ich weiß auch, dass ich halt auf jeden Fall auch Lust habe, die nächsten Sachen anzufangen. Und ich weiß, dass ich den Stonecutter brauche. Und ich weiß, dass diese neuen Blöcke halt super geil sind. Ich hoffe, im Sphax auch, aber, ne? Ich brauche den Stonecutter doch nicht. Ich glaube, ich habe nämlich die Sachen noch. Und ich weiß, dass das halt super viel unnötiger Aufwand wäre, das jetzt erstmal alles zu craften, dann neu zu machen, sobald man die neuen Blöcke hat, und das dann wieder neu alles hinsetzen. Das macht halt wenig Sinn, finde ich. Deswegen, ja, ne, bin ich da so ein bisschen mit mir am Überlegen, was wir machen. Weil wir sind halt jetzt kurz vor dem Ende. Muss man ja auch mal so sagen. Boah, das geht genau auf, wie schön. Wir sind kurz vorm Ende. Ich bin na, am Ende. und jetzt habe ich alle weggetan, obwohl ich die brauche. Also manchmal könnte ich mich echt ohrfeigen. Bringt nichts, aber manchmal könnte ich. Was suche ich? Ich suche hier die Scheiße, Alter. Ich bin komplett neben mir. Warum ist hier ein Block of Raw Iron? Das kann mir auch keiner erklären. Wo ist denn das, was ich haben möchte? Aha. Erstmal das, aber ich suche noch eine andere Sache. Ich könnte sie euch auch sagen, dann könntet ihr mitsuchen. Da. Dripstone. Ich will nämlich hier so eine Zwischendach-Geschichte reinbauen. Pass auf. Erstmal brauche ich jetzt hiervon noch ein paar mehr. Zack. 15, 15 wird eh nicht reichen, deswegen machen wir nochmal welche. So. Könnte reichen. Wahrscheinlich nicht, aber könnte. Nehmen wir hier hoch. Nehmen wir hier hoch. Und dann. Ah, warte mal. Wenn ich hier. Das ist ja auch wieder dämlich. Wenn ich jetzt hier mit Slabs eine Umrandung setze und dann mit Dripstone Full Block mache, was wird dann wohl passieren? Dann sieht man die Hälfte davon noch. Das ist doch wieder so dämlich. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. So, ich fülle das hier jetzt eben aus. Weil ich hatte ja gestern oder so in der Folge gesagt, ich würde gerne mal so ein Dach irgendwie mit Dripstone bauen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Regenwurm irgendwie. Wenn du so einen Regenwurm häuten würdest oder was, dann kann ich mir vorstellen, dass das so aussieht. Jetzt reicht das wirklich nicht, oder was? Ich nehme extra nicht beides mit, weil ich denke, ja, klappt ja easy. Mhm. Ist klar. So. Ich hatte mir das halt dann gedacht. Dann machen wir hier drauf quasi so dieses Maintenance-Gebiet. Dass wir dann quasi hier die Dinger nach oben bauen. So. Zack.
Zack. Und dann oben drauf weitermachen natürlich. Aber hier dann halt noch irgendwie, weiß ich nicht was. Und dadurch haben wir natürlich einen super... Wir haben gar nicht mal so einen krassen Höhenunterschied zu den ganzen anderen. Sag mal, wir haben jetzt einen Blockunterschied. Ja, das hat ja super geklappt. Okay, dann brauchen wir hier halt keine Slabs. Man könnte es auch mit Slabs machen, aber mit Stairs würde es wahrscheinlich cooler aussehen. Ja gut, das würde gehen. Oder wir machen halt einfach die Zwischendecke nicht weiß, sondern hier aus den Dripstones. Sparen uns dafür den Concrete, weil im Endeffekt das wird eh niemals jemand wieder sehen. Dann haben wir aber exakt wieder gar keinen Höhenunterschied. Also ist das auch nicht ganz perfekt. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich will halt unbedingt diese Zwischenetage irgendwie haben, die das so auflockert. Dann haben wir zwei Etagen, dann eine Lücke und dann nochmal zwei Etagen. Das ist so ein bisschen wie so in Chongqing, nur dass dann da halt keine Metro in der Mitte noch durchfährt. Was ein bisschen weird ist. Beziehungsweise was ein bisschen cool wäre, wenn wir das schaffen würden. Aber hier jetzt eine Metro reinquetschen, wo soll die herkommen und wo soll die hingehen? Das hätte man halt von vornherein machen müssen. Und da wir ja irgendwie unseren Skytrain da Monorail-Dings, ich sag mal, aus den Augen verloren haben, weiß ich jetzt nicht so, ob das noch passieren wird. Ich weiß eigentlich, dass das nicht mehr passieren wird. Ich finde nur witzig, dass dann manche Teile der Stadt gebaut wurden mit dem Ding in Planung und dann dieses Ding nicht mehr stattfindet. Aber das macht sogar Sinn, das passt sogar zum Thema unserer Stadt. Alle machen einfach, was sie wollen. So, dann würde man ja quasi jetzt hier die Blöcke reinpacken. Das machen wir noch eben. Ich weiß, ich bin am Überziehen. Scheiß drauf. Ja. So. So. Ah, ich kann euch noch eine coole Sache währenddessen erzählen. Ich gehe heute Kart fahren. Oh ja. Richtig Bock. Ich war seit 2 Jahren. Ich war an meinem Geburtstag 22 war ich. Und, naja, ist halt jetzt fast 2 Jahre her, lul. Ich habe richtig Lust. Bin gespannt, ob ich das noch. Digga, ob ich das noch kann. Es würde mich wundern, wenn ich komplett scheiße bin. Aber es würde mich auch wundern, wenn ich es wirklich noch gut kann. Auch wenn ich das natürlich hoffe. Achso, lol. Wir haben ja hiervon gar nichts abgebaut. Wir haben das ja nur quasi jetzt schweben lassen und müssen das dann dementsprechend anders bauen. So. So hätten wir das dann. Dann können wir hier natürlich noch die Umrandung setzen. Ich weiß, ich bin mal 18 Minuten. Ich würde das nur echt gerne noch eben schaffen. Reicht das? Alter, das reicht sogar. Das ist ja mal ein Wunder, was wir hier im Let's Play selten erleben. Aber geil, dass jetzt auch die Absperrung hier Sinn macht und funktioniert. So, alles Weitere machen wir morgen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, sehen wir uns morgen. Wie gesagt, ja, macht's gut, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.